Jeder vierte Arbeitnehmer ist unzufrieden mit seinem Chef. Paul Richter und Michael Weber bekommen es jetzt mit einer frustrierten Angestellten zu tun. Hallo, ist der 16:25, Herr Arnold. 16:25, hört, komm, Arnold. Frankfurter Straße 22, Anrufer Frau Klees meldet Streitigkeiten in der Firma. In der Firma? Ja, ist verstanden. Einmal Streitigkeit in der Frankfurter. Wir rollen. Eine Büroangestellte hat die Polizisten um Hilfe gebeten. Ihre Kollegin ist wie eine Furie auf ihre Chefin losgegangen und lässt sich seitdem nicht beruhigen. Schon von außen ist der lautstarke Streit zu hören. Ah, alles klar, die schreien schon, ne? Geradeaus, links. Danke. Bitte schön. Hinsetzen. Nein, hinsetzen. Ruhe. Ja, im Großen und Ganzen war es erstmal komplett ein Durcheinander. Jeder hat rumgeschrien und jeder war der Meinung, er müsste etwas dazu beitragen. Wir haben die Personen dann separiert. Ich habe mich mit einer Dame unterhalten und der Kollege dann mit den anderen zwei Damen, die eigentlich vernünftiger aussahen wie die Dame, die ich hatte. Die Chefin der beiden Frauen wurde von ihrer kräftigen Mitarbeiterin mit einem Tacker an der Hand verletzt. Denn als die Büroangestellte am Morgen ihren Schreibtisch zugemüllt mit Toilettenartikeln entdeckt hat, ist ihr der Kragen geplatzt. Sie vermutet, dass ihre ordnungsliebende Vorgesetzte den Arbeitsplatz so verwüstet hat. Ich bin heute Morgen ganz normal in meinen Betrieb rein, bin zuerst in mein Büro und dann hörte ich dann die Beate auf einmal hier furchtbar schreien im Büro und dann bin ich hier hin und dann sehe ich diesen verdrecksten Bürotisch hier in meiner Firma. Das geht überhaupt nicht. Ja, der sah schon und so aus. Der sah schon so aus, als ich hier heute Morgen reinkam. Ja. Richtig. Und dann habe ich da... Ach, Veronika, bitte! Jetzt hör doch mal bitte auf und hab Respekt, Mensch! Ganz gut. So, und dann sehe dann diesen Schreibtisch vor mir und dann schmeißt sie mir vor, ich werde total psychisch, weil ich überall Zettel rumhänge und weil der Schreibtisch so aussehen würde. Sie wirft mir aber alles vor, ich hätte das gemacht. Also als Sie zur Arbeit gekommen sind, sah der Schreibtisch schon so aus? Genau das. Ja, okay. Auch blöd. Also jetzt sind Sie ja Chefin und sagen, das geht so nicht. Und wenn Sie jetzt Zettel hinkleben, ist das auch Ihr gutes Recht. Sie sind der Boss. Ich möchte nur einfach, dass es in meiner Firma und auf den Toiletten ordentlich und sauber aussieht. So wie es in einer normalen Firma oder so wie man es selbst zu Hause macht. Bin ich ein großer Fan von. So wie es zu Hause sein soll. Das ist meine Devise halt eben. Also ich muss persönlich sagen, ich kann das absolut nachvollziehen, dass sich hier Personen über andere Personen aufregen, die eine Toilette hinterlassen, wie in Anführungszeichen wie eine Sau, ja? Ohne hier eine Toilettenbürste zu nehmen oder ohne sich Gedanken zu machen, wo schmeiße ich das Papier hin, da wird das Papier auf den Boden geschmissen. Also wer schon mal an einem Hauptbahnhof auf der Toilette war, weiß, wovon ich rede. Hier scheinen manche Menschen ganz einfach ihre Erziehung vergessen zu haben. Michael Weber nimmt die Toiletten genauer unter die Lupe und macht dort eine unglaubliche Entdeckung. Oberhalb des Waschraums ist eine Überwachungskamera installiert. Da hängt eine GoPro auf der Damentoilette. Was ist denn im Eingangsbereich eine Kamera? Mal gucken. Ja, so mal. Wollt Sie hier allein lassen? Kommen Sie mal mit, bitte. Ja. Sie können mir mal was erklären. Bleib bei den Damen. Mach du das mit ihr. Genau, dann kommen Sie mal mit. Ja. Sie wissen ja, wo die Damentoilette ist, ne? Ja, das wäre schön, wenn ich das nicht. So, Sie haben ja auch alle Zettel da aufgehängt, was ja auch vollkommen legitim ist, auch für Menschen, die nicht so gut mit der deutschen Sprache sind, die dürfen das eigentlich lesen. Genau. Da gehen Sie mal rein, bitte. Nur weil ich halt eben möchte, dass das so macht. Das ist auch in Ordnung. Aber jetzt erklären Sie mir mal bitte eins. Ja. Da oben hängt eine GoPro. Das sieht nach einer Kamera aus. Ja, also GoPro-Kamera ist eigentlich so dasselbe. Die ist aber im Leben nicht von mir. Also eine Überwachungskamera in Umkleiden, Toiletten und so weiter ist ein absolutes No-Go. Das ist ein schwerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Und das geht weder in einer Firma noch im öffentlichen Bereich. Von daher geht nicht. Nach der Aussage der Chefin ist immer noch unklar, wer die Kamera auf der Toilette installiert hat. Michael Weber sichert das Beweisstück. Er hofft, auf den Videoaufnahmen Hinweise auf den oder die Täterin zu erhalten. So, also jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt da rauskommt. Also das würde mich jetzt auch brennend mal interessieren.
Also das ist jetzt... Wer ist das denn? Ja, das ist der hier, der Reiniger hier. Stimmt, das ist die Reinigungskraft. Das ist ein junger Mann, den habe ich hier für die Firma angestellt, ja. Ja, der ist aber hier, er ist ja reingegangen und hat den Müll in der Toilette gesehen. Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als die Toilette schon verdreckt war. Ja, er hat ja jetzt nicht in die Kamera, wir können ihn gerne mal fragen. Ja, also würde ich darum Arzt jetzt ganz gerne bitten, dass man den wirklich mal... So, Sie rufen mal Ihren Arzt an, machen Termin mit dem, dass Sie gleich über die Hand gucken können. Ja. Ne? Ja, alles klar. Also die Sache bleibt trotzdem so, ne? Sie sind beschuldigt im Strafverfahren, benehmen sich gerade, wir sind jetzt gleich wieder bei Ihnen, ja? Also vor Ort hat der Kollege ja die Kamera, die da amateurhaft installiert wurde, abgebaut, hat sich dann diesen Speicherchip aus dieser Kamera gezogen und hat den dann über das Laptop der Firmeneignerin oder Eigentümerin hier mal eingesehen. Letztlich zeigte sich auf diesen Aufnahmen der etwas persönliche oder der persönliche Bereich, der hier gefilmt wurde. Gleichzeitig wurde auch erkannt, und das war für uns wichtig, wer hier wohl in Kontakt mit dieser Kamera steht, beziehungsweise wer mit diesem Müll hier in Kontakt steht. Und das ist für uns wichtig. Wir wollen ja wissen, wer diese Kamera angebracht hat. Wir müssen mal kurz mit Ihnen sprechen, bitte. Sie waren auf der Toilette? Moment, ich muss da noch ein... Sie bleiben jetzt mal hier stehen. Ich muss noch da, da ist noch ein Fleck. Ja? Moment. Okay, nein, hören Sie mal auf zu putzen. Da ist noch ein Fleck. Ja, nehmen Sie bitte die Flasche. Stellen Sie mal die Flasche ab gerade. Ja, dann den Fleck können Sie gleich machen. In einer Minute sind wir sofort fertig. Ja. Ja? Sie waren auf der Toilette und haben dort Dreck gesehen. Ja. So. Haben Sie da eine Kamera aufgehängt, um zu sehen, wer den Dreck dort hinterlässt? Nein, ich weiß nichts davon. Ich weiß nichts davon. Ja. Dann gehen wir mal zu der Chefin da, ja? Und dann... Haben wir da durch? Wo wollen Sie denn hin? Nee, ich muss da... Ja, wir gehen da hin. Gehen Sie jetzt mal da mit dem Kollegen mit, bitte. Irgendwie sind Sie mir ein bisschen komisch. Gehen wir mal zu der Chefin hier. Ja, wir haben ja den hier arbeitenden, die Reinigungskraft, den Herrn Perez hier vor Ort angesprochen. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, der hat sich irgendwie zweimal wieder versucht zurückzubewegen, wollte dann... weiter putzen, und das ist eigentlich eine ziemlich unübliche Verhaltensweise. Wenn die Polizei jemanden anspricht, dann sagt ich, ja, warten Sie mal gerade, ich muss hier noch die Fenster putzen. Also das ist Quatsch, ne? Also Verhalten, was nicht normal ist. Wir haben ihn dann angesprochen, er soll auch mit ins Büro kommen. Da hat er sich ein bisschen geziert. Ich glaube, er wollte da auch irgendwie von uns weg. Letzten Endes ist er dann auf unseren Nachdruck mitgekommen und hat sich dann der Situation gestellt. Ich möchte eigentlich nur wissen, wie lange Sie hier arbeiten und wie Sie dazu kommen, jetzt hier dort vermutlich eine GoPro im Badezimmer aufzuhängen. Ja? Wie Sie dazu kommen? Hä? Erzählen Sie, was los ist. Weil es immer so dreckig ist, oder was? Dann wird's einfach. Ich muss zugeben, ich war das, okay? Ja. Ah, super. Das ist gut und schön, ja? Ja. Ich hab bitte um Ruhe gebeten. Ich hab langsam die Schnauze voll. Setzen Sie sich mal bitte wieder hin. Ordentlich, dass die Leute wohlfühlen, wenn die reingehen. Doch, man muss sich auf einer Toilette wohlfühlen können. Der Raumpfleger legt ein umfassendes Geständnis ab. Auf den Videoaufnahmen hat er erkannt, dass die korpulente Angestellte diejenige ist, die die Toilette regelmäßig schmutzig hinterlässt. Um sich dafür zu rächen, hat er ihren Schreibtisch mutwillig verdreckt. Ich denke, wir haben hier gesehen, dass wir einmal drei Furien hatten, die irgendwie aufeinander getroffen sind, plus eine relativ rabiate Chefin als eine Person. Dann haben wir hier einen Angestellten gehabt, der hier die Räumlichkeiten sauber halten sollte und auch offensichtlich wollte. Vielleicht hat er auch irgendwie so einen Putzfimmel, ähnlich wie die Chefin. Die scheint ja auch wirklich darauf Acht zu geben, dass hier alles sauber ist. Dass sich hier aber die Gemüter so hochschaukeln, ist für uns natürlich etwas unüblich, auch nicht gerade schön. Dass sich dann die eigentliche Reinigungskraft aber so sehr darüber aufregt, dann hier selbst irgendwie die Justiz in die Hand nimmt und dann versucht hier Exempel zu statuieren, ist natürlich eine Nummer zu hart. So, bitteschön. So, Sie kriegen Post, ne? Also machen wir alles postalisch dann. Vielen lieben Dank, Herr Herrn, ja? Dankeschön. Ja. Recht rum. So, haben Sie noch persönliche Sachen hier, Taschen? Nee, ich lasse alles liegen. Dann lassen Sie alles hier. Ja, ist ja auch gut so, dann bringt da alles nichts hier. So. Wenn einer will Ordnung machen, dann bekommt er einen Dank bekommt man. Ja. Dank darf man nicht erwarten. Ja, das
Erwarte nichts, dann kann man nicht enttäuscht werden. Weil es so lang. Aber so. Jeden Tag ist scheiß Dreck, jeden Tag. Diese Richtung, hinter das Tor, rechts oder links, auf Wiedersehen. Grundsätzlich haben wir mehrere Straftatbestände, die im Raum stehen, aber alles Anteilsdelikte darstellen. Also Punkt 1, in diesem geschlossenen Bereich der Firma wurden Bildaufnahmen getätigt. Persönlichkeitsrechte werden damit verletzt, kann man beanzeigen, auch auf Antrag. Die Körperverletzung, der Angriff der einen Angestellten auf die Chefin mit dem Tacker, stellt eine einfache Körperverletzung dar, ist nichts ernst passiert. Die Chefin meinte, ja, ist nicht so wild, sie ist hart im Nehmen, will das nicht beanzeigen. Auch Thema vom Tisch. Die zweite Sache ist dann die Sachbeschädigung, die hier letzten Endes durch den Herrn Peres begangen wurde, indem er hier den Müll ausgekippt hat und gegebenenfalls so einen massiven Ekel hervorgerufen hat. Könnte man auch wieder über Körperverletzung nachdenken, ne? Dieses mega Ekeln könnte man so auslegen. Letzten Endes wurde auch die Sachbeschädigung nicht beanzeigt. Das heißt für uns, Streitigkeiten geklärt, ohne weitere Maßnahmen, keine Anzeigen.